Wie kann man Geld mit Immobilien verdienen? Genau darum geht's in diesem Video. Das ist eigentlich eine sehr spaßige Frage, würde ich schon fast sagen. Aber tatsächlich kennen, glaube ich, nicht alle von euch alle Möglichkeiten, mit Immobilien Geld zu verdienen. Die meisten denken einfach an die Möglichkeit, durch Mieteinnahmen Geld zu verdienen, wenn man an Immobilien denkt. Tatsächlich ist das einer der Punkte, der die Immobilie von anderen Investments unterscheidet. Wenn ich jetzt beispielsweise an Edelmetalle denke, dann habe ich eben dann nicht die Möglichkeit, einen monatlichen Cashflow zu lukrieren. So wie ich es immer mache, wie ich immer es empfehle zu machen, ich sage immer nach altem Warren Buffett Prinzip, kauf Immobilien einfach nach Möglichkeit 30-40% unter Marktwert. Das funktioniert in der Regel dann, wenn es sich nicht um einen Neubau handelt, sondern wenn es sich um gebrauchte Immobilien handelt. Und es funktioniert in der Regel auch nur dann, wenn jetzt zum Beispiel der Verkäufer sehr, sehr dringend Geld braucht. Und es funktioniert meistens, sage ich dazu, auch besser in B- oder C-Lagen als in AAA-Lagen. Aber ich habe auch schon hervorragende, beste A-Lagen gehabt. Und das ist jetzt das Beruhigende, was ich dir sagen kann, wo ich Immobilien gekauft habe, die dann wenige Jahre später, und zwar innerhalb von 8-9 Jahren, das Dreifache fast wert waren. Das ist nicht in Deutschland passiert, das muss ich auch dazu sagen, das ist auf Mallorca passiert. Aber das hängt mit einer spezifischen Situation auf Mallorca zusammen, die ich dir nachher gleich noch erzählen werde und darauf eingehen werde. Prinzipiell ist die erste Möglichkeit, also mit Immobilien Geld zu verdienen, die, du kaufst etwas unter Wert und verkaufst es dann schnell wieder weiter. Das ist also die klassische Flip-Strategie, wie man so schön sagt. Also unter Wert kommst du dann an Immobilien ran, wenn es ein Problem gibt, meistens ein Liquiditätsproblem für den Verkäufer, wenn auf gut Deutsch der Verkäufer dringend Kohle braucht. Wenn du dann in der Lage bist, die Finanzierung sehr schnell auf die Beine zu stellen oder einen Teil des Geldes oder auch das gesamte Geld auf den Tisch legen kannst, dann hast du die Möglichkeit, günstig an eine Immobilie ranzukommen. Manchmal reicht auch schon ein Teil des Geldes. Darauf gehe ich dann aber in einem anderen Video ein, wo es ums Thema Optionen geht. Prinzipiell die zweite Möglichkeit ist es, Immobilien zu kaufen, idealerweise auch wieder unter Wert und diese dann aufzuwerten. Wann kann das funktionieren? Ja, auch da wieder, wenn der Verkäufer schnell Geld braucht oder wenn zum Beispiel die Immobilie in einem desaströsen Zustand ist. Das heißt, wenn die in einem Zustand ist, dass die jetzt aktuell entweder gar nicht mehr vermietet werden kann, weil die nicht mehr im vermietbaren Zustand ist oder zumindest nur mehr so schlecht vermietet werden kann, dass sie nicht den Preis erzielt, der marktüblich in dieser Gegend normalerweise erzielt werden kann für vergleichbare Immobilien von der Lage her. Also, jede Immobilie unterliegt ja einem gewissen Zyklus. Wenn der Besitzer oder Inhaber der Immobilie es verabsäumt hat, die erste Modernisierung durchzuführen, später es verabsäumt hat, die erste Renovierung durchzuführen oder auch die zweite Renovierung, dann wird aus dieser Immobilie irgendwann ein Sanierungsfall und wenn es ganz, ganz schlimm kommt, dann sogar ein Kernsanierungsfall. Von Kernsanierung spreche ich dann, wenn außer den Grundmauern eigentlich nichts mehr stehen bleibt, wenn sämtliche Elektroleitungen, Wasserleitungen etc., Abflüsse, Kanalisation, alles neu gemacht werden muss. Das sind also meistens die Sachen, die dann schon richtig ins Geld gehen, wo man sich als Investor auch überlegen muss, will ich mir das antun, will ich in dieses bauliche Risiko gehen, weil ich bin da tatsächlich in einem baulichen Risiko, ähnlich wie im Europabereich. Was für uns Investoren meistens das Spannende ist, das sind Objekte, wo du dir helfen kannst mit leichten Modernisierungsmaßnahmen, sprich etwas Farbe, Fliesen, neue Böden oder dann schon Renovierungsmaßnahmen, vielleicht auch wie Bäder, wo aber die Fliesen oder die Natursteine wegkommen, die Waschbecken neu kommen, die Badewanne neu kommt, aber jetzt nicht die Kernsubstanz, also sprich jetzt nicht die Wasserleitungen und die Abflüsse und so weiter, alles erneuert werden muss. Das ist also die zweite Möglichkeit, durch Aufwertung Immobilien dann aufzuwerten und wieder weiter zu verkaufen.
Manchmal sind es aber auch nur irgendwelche Aufwertungsmaßnahmen, wie die Immobilie zum Beispiel auch teilen in kleinere Einheiten. Also es kann dir gelingen, die Bewilligung zu kriegen für ein Mehrfamilienhaus, ein Aufteilergeschäft zu machen oder vielleicht für ein altes Hotel, dass du da eine Umwidmung bekommst und aus den einzelnen Hotelzimmern kleine Einheiten, die du als Kleinwohnungen nachher weiterverkaufst. Wenn dir sowas gelingt, ist das meistens ein super spannendes Geschäft. Der Klassiker, wie man mit Immobilien Geld verdienen kann. Oder du benutzt den eher langweiligeren, aber langfristigen Weg und da reden wir jetzt von Buy and Hold. Das heißt, du kaufst jetzt eine Immobilie, die auch wieder etwas unter Wert ist, vielleicht in dem Fall nicht unbedingt 30-40%, vielleicht auch nur 10%, und baust einfach auf die Zeit. Das heißt, du gehst einfach davon aus, dass du sagst, ich werde diese Immobilie jetzt 10 Jahre behalten, 15 Jahre behalten, vielleicht noch länger. Und in dem Fall ist es ausschließlich wichtig, dass du darauf achtest, dass deine Ausgaben, die du hast, die monatlichen, sprich die Rückzahlung der Immobilie plus dem, was du investiert hast, niedriger sind als der Cashflow, den du aus der Immobilie herausholst. Also angenommen, du hast ein Mehrfamilienhaus, das dich jetzt vielleicht von der Rückzahlung her an deine Bank 20.000 Euro im Monat kostet und du hast auf der anderen Seite 25.000 Euro Einnahmen, dann ist das ein positiver Cashflow, dann sind das 60.000 Euro im Jahr und dann kann man damit schon ganz was Vernünftiges machen. Also, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Die üblichsten Arten, mit Immobilien Geld zu verdienen, sind entweder die Flip-Strategie, du kaufst etwas, verkaufst es einfach weiter mit Gewinn. Fix- und Flip-Strategie, du kaufst etwas, wertet es auf durch zum Beispiel Renovierung oder auch andere Maßnahmen, verkaufst es mit Gewinn weiter. Oder die Buy-and-Hold-Strategie. Das ist die Variante, wo sehr, sehr viele Investoren auf Langfristigkeit spekulieren oder investieren und davon ausgehen, dass im Prinzip in guten Lagen sich langfristig die Immobilienpreise immer positiv entwickeln. Sollte es dann nach 10 Jahren einen Crash geben und zum Zeitpunkt des Crash das Wachstum der Immobilien vorher noch nicht so gewesen sein, wie der Investor sich das erwartet hatte, dann hat er immer noch die Möglichkeit, weitere 10 Jahre dran zu hängen. Wichtig ist nur, dass man nicht in der Krise dann sozusagen verkauft, wenn vielleicht die Talsohle gerade wieder erreicht wurde. Ja, jetzt gibt es noch andere Möglichkeiten, mit Immobilien Geld zu verdienen. Ja, die gibt es natürlich. Ich kann mit Optionen arbeiten, ich kann mir Vorkaufsrechte sichern, ich kann Mietkaufvarianten und vieles, vieles mehr wählen. Eine ganze Menge von Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten habe ich auf der einen Seite hier in meinem Buch Lizenz zum Immobilientycoon beschrieben und ich reiße diese auch an in meinem Immobilienbootcamp. Mein Immobilienbootcamp, da geht es darum, wie du wirklich Business aufbaust im Bereich Immobilien. Solltest du ein Vollprofi sein und solltest du bereits mehrere Mehrfamilienhäuser haben oder mehrere Immobilien dein eigen nennen und du sagst, okay, ich möchte gleich etwas für Profis, dann habe ich für dich etwas ganz, ganz Besonderes entwickelt und zwar mein Immobilien-Mastery. Immobilien-Mastery, 3 Tage lang mit einer Reihe anderer Experten, da habe ich in der Regel immer einen Rechtsanwalt mit dabei, einen Steuerberater, einen Sachverständigen für Immobilienrecht und dort geht es wirklich in die Tiefe. Dort habe ich sehr, sehr ungewöhnliche Strategien, die ich auch verraten werde und wie gesagt, das ist ein Seminar für Profis, deswegen auch eher im kleineren Kreis gehalten. Und wenn du darüber mehr wissen möchtest und dich bewerben möchtest, daran teilzunehmen, weil wir nicht jeden nehmen können, sondern ich schaue mir auch vorher an, ob das Sinn macht für dich, ob du bereits die Vorerfahrung hast, dass du den Nutzen daraus ziehst, dann gehst du hier auf den zweiten Link, nicht aufs Bootcamp, sondern auf den zweiten Link und dort kannst du dich dann bewerben zur Teilnahme am Mastery. Ja, wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank, wir sehen uns bei einem meiner Seminare.